So die Herangehensweise an sowas ist als erstes mal der Schock. Dann bekommt die Partitur und guckt sie das an und denkt, ach Gott, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht singen, bis man eben versteht, was er damit will. Jetzt entgleiten auf dieser Tisch. Also die Oper Jakob Lenz von Riem ist eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme aus dem Leben von Jakob Lenz. Lenz rennt durchs Gebirge, rennt durch die Vogesen und wir steigen direkt ein. Wir sind direkt dort in der Handlung, wo er bereits einiges hinter sich hat. Er ist bereits am Rande des Wahnsinns und hat kein Halt mehr. Wollt ihr Dichter euch bekehren? Kommt nur zu mir! Ich will euch verheiligen! Im sinnlichen Genuss ganz aufgelöst. In erster Linie hat Jakob Lenz existiert. Das ist eine reale Person, ein Schriftsteller, der über den geschrieben wurde, über den ein Libretto gemacht wurde, das wir jetzt singen. Aber wenn man ihn jetzt aus seiner historischen Rolle rausnimmt und ins Theater steckt und einfach diese Kreativität abzapft und ins Publikum gibt, dann gibt das eine Menge Farben und Fantasie. Und das ist ein Wahnsinn, der hat mehr, der ist auch konstruktiv für die anderen, aber für ihn selbst halt leider destruktiv gewesen.